Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was immer ihr gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber... es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu. Lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer war das doch hat gar die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und. Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Er darf nicht entkommen. Wir wollten ihn. Dann los. Oh Gott, schnell weg hier. Wir haben schon die Männer gehört, die hier kamen. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Jo, wir kommen schon. Ab nach oben. Da ist eine Leiter. Soll ich vorgehen? Nö, du gehst vor, gut. Ladies first. Los, Tess, geh vor. Oder soll ich? Na gut, dann gehe ich halt. So, oben bin ich. Über die Feuerleiter, die an manchen Gebäuden dran ist. Da ist was explodiert. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Jo, wir kommen. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Ab da rein. Oh, Zahnräder. Panzertape.
Irgendwas zum Basteln. Joel, hilf mir doch mal. Ja, gleich. Ich muss mich hier erstmal ein bisschen umgucken. Bei deinen ganzen Kisten hier. Jetzt kann ich dir helfen. Es gibt nichts mehr für mich. Und aufschieben hier. So. Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Na, dann geht's ja noch, wenn es noch geht. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Na, hoffentlich kriegen wir es jetzt besser hin. Wir müssen zu dieser Tür. Aha. Zu der Tür also. Und wie viele sind da? Oh Gott. Da muss man ja runtergehen. Sind hier welche? Also hier unten lang geht schon mal nicht. Wir müssen definitiv hier die Treppe hoch. Sind hier oben welche? Bestimmt. Da ist einer an der Tür. Ich will mich erstmal hier umgucken. Gibt's hier was? Hier ist noch ein Weg. Aber sonst gibt's hier nichts. So. An wem wird sich anschleichen? Also ich nehme den hier vorne. Welchen du nimmst, ist mir egal. Oh Gott, da ist... Oh Scheiße. Na. Oh Gott. Oh man. Den habe ich natürlich nicht gesehen. Oh shit, ey. Das meinte sie mit, ich nehme den einen, du nimmst den anderen. Wir hätten das viel ruhiger machen können. Ich hätte mich viel mehr umschauen müssen. Wir müssen hier irgendwo sein. Alles absuchen. Schütten wir das Gebäude. Irgendwo ist gut. Oh Gott. Zum Glück haben wir das Holzstück hier. Oh Gott, noch einer. Zack. Sehr schön. Zwei lautlos gekillt. Ah, der mit seiner Knarre da. Wo ist der hin? Ich hätte gedacht, der kommt hier noch. Jetzt kommt er hier. Ja, komm! Down! Und mit euch prügel ich mich noch! Ach, komm, das traust du dir nicht nochmal. Und du jetzt auch noch hier. Zack. Schön mit dem Kopf an die Wand. Was ist das? Ja, sieht so aus. Ah. Jo. Dann gehen wir mal hier raus. Aus den Fenstern. Ziegelstein. Nehmen wir mal mit. Wo ist sie denn? Da ist sie. Ja. Jetzt sind wir gleich da. Ja, ich hätte gedacht, da war was zum Einsammeln. Haben die noch irgendwelchen Loot oder so? Irgendwie Pistolenmunition? Nee, leider nicht. Schade. Gut, gehen wir hier runter die Treppe. Und dann müsste die Tür dort auch gleich sein. Ja. Ist es sogar. Sehr schön. Dann mal auf. So, alle drin. Sehr gut. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Ist nicht mehr weit. Na, hoffentlich ist es nicht mehr weit. Ich glaube, du hältst auch nicht mehr so lange durch, Marlene.
Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Ja, das sieht man dir auch an. Dass du ganz schön fertig bist. Wir sind jetzt auch gleich da. Na, hoffentlich. Die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Hammerhart. Schaffst du's? Oder soll ich die Tür aufmachen? Joel, hilf mir mal eben. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier. Hör auf damit. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Ja. Jetzt sollen wir auch noch ein kleines Mädchen dahin schmuggeln. Hinter die Mauern. Zu den Fireflies wahrscheinlich. Oh, man. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Oh Gott. Hier fahren schon wieder welche rum, die hier die Tore bewacht haben. Gibt es hier irgendwie... Hier runter müssen wir. Zum Glück haben die uns hier nicht gesehen, als sie hier vorbeigefahren sind. Aber hier gibt's auch nichts zum Sammeln, ne? Nö. Gut, wir müssen da runter. Einen anderen Weg gibt es hier nicht. Hier runter. Los, mach ihn. Oh, runter. Da haben sie schon wieder durchgesprochen. Ah, hier lang. Weil das hier so schön offen ist, gehen wir da einfach mal durch. Und schon wieder sagen sie es durch. Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Hiermit. Hiermit kommen wir hoch. So. Dann stellen wir das mal hier ran. So. Halt. Da kommen wir gar nicht hoch. Da hoch müssen wir.
Da bei den Treppen. Einmal das hier dran stellen. Und hoch da. Na komm, Ellie. Ellie. Komm. So. Wir müssen erstmal hier hoch. Und warten, bis sie kommt. Schafft sie das alleine? Ja, sie schafft das alleine. Sehr gut. Ja. Auch illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Ich glaube, früher oder später werden wir noch herausfinden, warum wir sie nun dahin schmuggeln müssen. Warum das so wichtig ist. Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Gut Leute, das soll's aber mit dem Part hier gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!